Das heißt, alles, was unter der Haut ist, wäre dann demzufolge nicht zu sehen. Nein. Herr Gruber, wie sicher ist denn dann sowas? Das, was wir hier haben, ist ein sogenannter Passivscanner. Wir arbeiten in einem Bereich zwischen Infrarot- und Mikrowellenstrahlung. Mhm. Und wir haben eine Körperwärme, das ist Infrarotstrahlung. Mhm. Und da gibt es noch auch diese Terrastrahlung. Die geben wir ab, natürlich auch durch das Gewand. Und das, was wir haben, sind die Detektoren, die eben feststellen, kommt die Strahlung durch oder nicht. Würde ich mich jetzt hineinstellen, würde durch dieses Handy, was ich hier habe, diese Strahlung nicht durchkommen und man würde das wahrscheinlich hier erkennen. Okay, dann versuchen wir das einfach mal und schauen, ob dann tatsächlich möglich wäre, Dinge, die Sie direkt am Körper tragen, zu erkennen. Herr Gruber, bitteschön. Gerne. Ihr Auftritt im großen Bodyscanner. Also wir gehen davon aus, wir werden gleich ein Handy sehen, werden irgendwie merken, dass Herr Gruber das ein oder andere am Körper trägt. Was haben Sie noch, Herr Gruber? Was ist noch zu erwarten? Ein Schweizer Messer. So. Ein Schweizer Messer, aha. Das sieht man hier als Kontrast zur Körperoberfläche, den Gegenstand. Hier sieht man das einen kontrastreichen Gegenstand. Das ist dieses Objekt, das wir hier sehen? Das Handy, okay, nehmen wir weg. Dann wenn wir jetzt den vollständigen Flughafen-Scan machen also würden, eigentlich müsste sie auch noch mal zur Seite drehen. Ja. Mhm. Deswegen haben wir dieses Schweizer Messer jetzt nicht gesehen. Haben Sie das eben erkennen können, dieses Schweizer Messer, das er in der Tasche hatte? Wo sehen wir das hier? Zeigen Sie uns das einmal. Auf der Seite trägt er das. Das würden wir nachher sehen. Mhm. Man sieht aber hier die Energie noch absorbierenden Gegenstände. Noch etwas, was zu sehen ist? Das hier interessiert mich am Rücken. Ist das Mikrofon. Okay, also diese weiße Stelle hier kommt Ihnen ein bisschen komisch vor. Gut, aber haben wir jetzt auch geklärt? Dabei? Ja, jede Menge. Hier hätten wir einen Zünder. Oh. Hier hätten wir Thermit. Was ist Thermit? Thermit ist eine wunderbare Substanz, die mit 4000 Grad Celsius brennt. Moment, das hatten Sie alles jetzt in Ihrer Tasche? Darf ich noch kurz? Haben Sie das gesehen? Dann hätten wir noch hier ein Pflaster. Ein Pflaster? Wo wir eine Eprobette haben. Die ließe sich, es gibt Sprengstoffe, die in kristallinster Form vorliegen, die durchaus schon in dieser Größenordnung reichen würden, um zumindest ein gewaltiges Loch in den Flieger zu machen. Wieso haben Sie das jetzt nicht gesehen? Können wir das Bild noch einmal analysieren? Okay. Ja? Schauen wir das noch einmal an. Also, aber es ist interessant, ne? Wir reden über einen Bodyscanner. Er hat diese Sachen. Wo haben Sie das genau getragen, Herr Gruber? Hier im Sakko. Also noch nicht einmal. Feuerzeug habe ich dann auch noch ein tolles. Ein Feuerzeug auch noch. Okay. Ich beantworte die Frage mal ausgehend von dem Bild. Wir haben vorher gesagt, wir sind nicht im Flughafen. Er hätte das Jackett ausgezogen. Ja, ein Teil war ja hier unten. Und ich habe gesagt, es gäbe auch eine Profilaufnahme. Schauen Sie das Jackett an. Die Taschen, in denen er die Gegenstände verborgen hat, lagen nicht am Körper an. Die Körperenergie konnte emittiert werden, wurde nicht gestoppt. Das ist Teil der Erkennung natürlich. Im Flughafen hätte er das Jackett nicht getragen. Okay. Im Mund können wir Dinge nicht sehen, das ist ganz klar, sondern zwischen der Haut und der Kleidung. Weil wir jetzt gesehen haben, dass das ein oder andere nicht aufgefallen ist, vor allen Dingen deshalb, weil wir uns auch nicht nach allen Seiten gedreht haben, was normalerweise der Fall wäre. Wir haben die Jacke nicht ausgezogen, kommt noch dazu. Aber dennoch gibt es Dinge, wie beispielsweise das, was Herr Gruber im Mund transportiert hat und auch das, was er eben an seinem, sagen wir mal, im unteren Rückenbereich angedeutet hat. Auch das würden Sie nicht erkennen können, oder ist das eine falsche Information? No system is perfect. Kein System arbeitet perfekt. Es gibt sicherlich immer irgendwelche Schlupflöcher. Wir haben schon gesagt, wir sehen Dinge, die die Haut abdecken. Wenn jemand etwas schluckt, sehen wir es nicht. Wenn jemand es in Hautfalten oder unter den Füßen verbirgt, sehen wir es vielleicht auch nicht. Aber es ist schon eine ganz gute allgemeine Untersuchung, dieser Körperscan. Mit der Logik,
Wenn die Logik richtig wäre, wir haben keine hundertprozentige Sicherheit, das unterschreibe ich sofort, deswegen lassen wir moderne Technik gleich sein, könnte man natürlich auch auf andere Sicherheitsmaßnahmen und Kontrollen verzichten. Es geht immer nur darum, ob man einen in der Praxis spürbaren Sicherheitsgewinn erzielen kann oder nicht. Es kommt ja auch niemand auf die Gedanken zu sagen, ich schließe meine Haustür nicht ab, der Täter könnte ja auch die Scheibe einschlagen und dadurch eindringen. So, und jetzt wollen wir das hier drin abschließen, weil wir nämlich unbedingt noch wissen wollen, Herr Gruber, und dafür müssen wir jetzt einfach mal dieses warme Studio hier verlassen. Wir sehen uns gleich wieder. Was haben Sie uns denn, kommen Sie gerne mit, was haben Sie uns denn eigentlich hier mitgebracht? Was also war das denn, was Sie da rausgezogen haben? Wir haben hier keinen Sprengstoff mitgenommen. Einmal Jacke anziehen, ist kalt draußen, ganz schnell. Mein Gott, das ist echt kalt. Ja. Herr Gruber kann das so. David, wir sehen uns gleich. Gehen einmal kurz raus. Herr Gruber, Sie haben wir uns haben etwas hier, mitgebracht. Wir haben jetzt hier explizit keinen Sprengstoff gemacht. Wir haben so die Prolo-Variante. Schließen wir einfach Thermit. Thermit ist eine sehr leicht herstellbare Substanz, die mit über 4000 Grad Celsius abbrennen kann, wenn es richtig gemacht wird. 3000 Grad haben wir auf alle Fälle. Wird auch nicht. Wo haben Sie das, dieses Thermit? Aus der ganz gewöhnlichen Drogerie. Das heißt, da gehen Sie einfach in die Drogerie und in einen besseren Baumarkt im Grunde und kaufen das dann. Herr Busbach, wenn Sie einmal zu uns hier rüberkommen, dann schauen wir uns das einmal schnell an. So, was wird denn jetzt passieren? Also das, was Sie jetzt hier in Händen halten, um es nochmal deutlich zu sagen, ist etwas, das so in jeder Drogerie käuflich erwerblich wäre. Im Wert von einigen Cent. Also das ist jetzt wirklich nicht einmal teuer. Man muss das richtige Mischungsverhältnis kennen, das werden wir jetzt hier nicht groß ausdiskutieren. Wir erreichen Temperaturen, die nicht besonders harmlos sind. Und wir haben schon alles dabei mitgenommen. So, und jetzt zünden wir das Ganze. Wenn wir das Ganze zünden, dass wir uns das einmal anschauen, was das wirklich kann, würde ich vorschlagen, dass einige Damen und Herren sich einmal etwas vom Acker brachen. Okay, also, Herr Busbach, kommen Sie ruhig hierher. Gehen wir einmal nach da hinten und schauen uns das an. Also Dinge, die ganz normal Substanzen irgendwo in der Apotheke erhältlich sind. Wie kann das sein? Dafür sind die Kontrollen ja in den Flughäfen da, dass wir in die Lage versetzt werden, so weit wie dies menschen- und technisch möglich ist, dass keine Tatmittel mit an Bord genommen werden können, die geeignet sind, ein Flugzeug und die Passagiere in Gefahr zu bringen. Deswegen machen wir ja gerade diese aufwendige Sicherheitsforschung von wissenschaftlichen Instituten, privaten Firmen und mit Unterstützung der öffentlichen Hand. Also Temperaturen um 2.000, 3.000 Grad, über 3.000 Grad und Sie sagten vorhin nicht löschbar. Würde der Sand zu brennen beginnen, würden wir Wasser dazugeben, würde sich das so gut im Flugzeug verteilen, dass wir eine gediegene Explosion haben. Wir sehen, dass es durch die Pfanne durchgeschmolzen ist. Wären wir in einem Flieger und das über dem richtigen Kabelstrang, das wäre bei einer Boeing 747 im linken vorderen Bereich, aber das müssen wir jetzt nicht diskutieren, kann man schon gediegen arbeiten. Und also, Herr Busbach, ich finde das nur begrenzt lustig. Ich glaube, es geht auch nicht um lustig, aber es geht doch um die Frage, dass wir jedem heute sagen, Flasche Wasser abgeben, aber sowas ist frei erhältlich. Ich weiß nicht, ob wir gut beraten sind, wenn wir sagen, guck mal, wie dämlich die Terroristen sind. Wenn die es so machen würden, wie es ein Professor empfiehlt, dann könnten wir eine 474 zum Absturz bringen. Darum geht es auch gar nicht, aber es geht, na gut, also entsprechende Videos und Gebrauchsanleitungen, alles Mögliche, kann jederzeit überall im Internet bekommen, das wissen Sie viel besser als ich, aber dennoch ist es doch erschreckend zu sehen, dass man sowas frei in der Apotheke kaufen kann, möglicherweise auch mit an Bord eines Flugzeugs nehmen kann, es wird uns wahrscheinlich gar keiner abnehmen, aber eine Flasche Wasser nehmen Sie mir ab. Ja, deswegen müssen wir ja dafür sorgen, dass solche Substanzen gar nicht an Bord kommen und der Professor Gruber behauptet ja auch gar nicht, dass die herkömmlichen Metalldetektoren können diese Stoffe ja gar nicht erfassen. Alles, was die Mitnahme von Flüssigkeiten angeht, wird geregelt durch die Europäische Union. Da haben wir eine Verordnung. Es ist geplant gewesen, diese Verordnung zu lockern. Und ich fürchte, dass nach dem Gott sei Dank fehlgeschlagenen Attentat von Detroit die Lockerungspläne wieder ad acta gelegt werden. Besonders überzeugend ist das Konzept nicht. Da haben Sie recht. Und nur darum ging es. 100 Milliliter ist die Beschränkung. Sie kommen mit einer Tube mit 125, da ist nur noch ein Zehntel drin, aber Sie dürfen die Tube nicht mitnehmen. Das überzeugt mich selber nicht. Also das finde ich mal ein ehrliches Wort zum Abschluss, weil es eben in der Tat nicht darum geht, hier irgendwelchen Spökes zu machen, aber es geht darum zu zeigen, Flasche Wasser abgeben, sowas kannst du problemlos mitnehmen und keiner wird es letzten Endes auch erkennen. Ja, ja.